Hey Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem weiteren Part The Ocarina of Time. Und es ist gerade Tag geworden und ich habe einen Käfer gefunden. Und habe gemerkt, dass sonst nur noch ein Käfer, ein Goldskulptur, nicht ein Käfer, zum 50. zur 50. Goldskulptur fehlt. Hey, bleibt ihr mal hier? Ich wäre euch immer noch sehr dankbar, wenn ihr in das Ding reinklettern würdet. Und nicht dran vorbei! Da keine drin oder was? Oder habe ich die schon gut? Okay, probier's jetzt nochmal. Wenn jetzt da wirklich keiner reinklettert, weiß ich, dass da nichts drin ist. Das kann auch sein. Ich krieg mal 25 an, fangen wir wieder einen raus. Wer von euch einer bitte hier bleiben? Danke. Ja. Ich habe immer noch keinen Plan, warum die da nicht reinklettern, aber okay. Wird wohl nichts drin sein. Schade. Weil wir haben jetzt genau 49 Controllers. Und eine mehr, dann hätten wir 50. Können uns gerade die nächste Prämie abholen. Vorletzte sogar schon. Schade eigentlich. Juhu! Wir fallen und fallen und fallen. Und machen uns auf den Weg, um noch ein Herzteil zu holen, wenn ich es irgendwie schaffe. Das ist ein Herzteil, was mich auch ganz schön ankotzt, was ich jetzt holen werden, aber. Es gehört zu 100% und ich bin froh, wenn ich es bei mir habe. Ich überlege gerade, wo man noch einen Goldskulptur finden kann. Als Erwachsener, natürlich. Als Erwachsener gibt es ja jede Menge noch zu holen. Ich bin auch so doof. Dann holen wir die ganzen Prämien eben als Erwachsener ab. Geht ja auch. Aber jetzt hier erstmal. Wobei, die eine können wir jetzt gerade abholen, wenn wir schon hier sind. Leute, was gibt's noch für Belohnung? Was gibt's noch? Es gibt ein Herzteil noch und was ist das andere eigentlich? Wenn wir jetzt Goldskulptur zur Belohnung bekommen, lache ich mir den Arsch ab. Aber nee, das ist nicht so. Das waren die anderen Belohnungen. Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass die eine Belohnung das Herzteil war. Wobei ich nicht weiß, welche Belohnung das Herzteil war. Mal sehen. Moment, da drüben. Der. Der Fluch ist von mir genommen! Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung. Für dich. Und es ist. Krab. Voll wertvoll. Die habe ich vor. Voll wertvoll. Die habe ich vorhin ja auch erst gewonnen. Das heißt, noch eines geschuldet und wir bekommen Herzteil. Wir bekommen Herzteil. Cool. Dann hätten wir, wenn wir das Herz halt noch bekommen, hätten wir dann schon fast wie ein komplettes Herz. Oh, ey. Ich überlege gerade, wo wir noch eine Skulptur bekommen können. Hab ich gerade eben schon gesagt und ich habe auch schon eine Lösung gefunden. Warum sage ich das Ganze nochmal? Dämlich? Fragezeichen. Antwort: Ja. Ein bisschen. So. Link läuft gegen die Wand und dann erst rein. Auch nett. Und. Müssen Sie Sacht machen erstmal. Hoffe ich nur mal, dass der Typ, den ich jetzt suche, auch da ist. Bist du hier? Das war nämlich auch so eine Nummer. Ich glaube, der ist nämlich nicht hier, wenn wir. Der ist, glaube ich. Moment. Moment. Ja, das war wieder das Nette. Das Nette an dem ganzen Scheiß. Es ist jetzt 0 Uhr. Toll, ich habe weggedrückt. Ich wollte es. Ja, es ist 0 Uhr. Es ist 0 Uhr. Die Grabgruseltour ist vorüber. Moritz, der Totengräber, schläft jetzt. Unterhalte dich mit den Geistern der Toten und komm später wieder. Okay, das heißt, wir müssen eher, also vor 0 Uhr wiederkommen. Und zwar abends. Doof. Aha. Das heißt, wir gehen jetzt. Wir machen jetzt mal wieder Tag. Und werden dann. Moment. Werden dann irgendwo hingehen, wo die Zeit normal vergeht und werden es dann so Nacht werden. So Nacht. Werden es so Nacht werden lassen. Ja, stimmt sogar. Und ich frage mich immer noch, wo das letzte Beet ist. Ich hätte ja mal gucken, ob ich da nicht doch nicht gepflanzt hatte. Kann ja. Nee, warte, da habe ich doch extra gepflanzt. Das war ja eigentlich unnötiges Pflanzen da hinten, aber es war ja. Was habe ich da gepflanzt, oder? Oder? Hä? Wo ist das letzte Beet?
Ja, es geht hier rund um Wundererbsen in den letzten Parts, auch in diesem hier. Wieder mal. Es fehlen ja nur noch zwei Beete so gesehen, die wir vollkommen bearbeiten müssen. Dann ist Junior nochmal. Das heißt, die Nebenquest als Junior versuche ich jetzt weitgehend abzuschließen. Während wir warten, dass darauf, dass es Abend wird, können wir ja sowieso schon mal hier nochmal kurz hinten nachgucken, ob wir da gepflanzt haben. Weil dann würde sich das auch klären mit dem letzten fehlenden Beet. Wenn wir hier nicht gepflanzt haben. Aber wir haben ja echt nicht gepflanzt. Okay, dann hat sich geklärt. Okay, hat sich alles geklärt. Damit weiß ich, wo die restlichen Beete sind. Habe ich echt nicht gepflanzt. Mann, bin ich doof. Einfach zur Vollständigkeit halber. Ja. Okay. Die Käfer bräuchte ich dann, glaube ich, vorerst nicht. Wo ist mir dafür ein Boomerang aus? Also, die Käfer lasse ich mal draußen. Ich denke gerade nach. Ich habe wirklich Schaden und da kommt ein Herz raus, auch cool. So, könnte es jetzt langsam mal Nacht werden? Wär ihr so gut, liebe Spielentwickler, und lasst es Nacht werden? Das würde mich sehr freuen. Au! Au, das tut weh. Aufgespalten, wieder mal. Wir gucken jetzt einfach rein in den Himmel und warten, bis es Nacht wird. Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Da hinten? Ich glaube, es wird schon langsam Nacht, es wird schon dunkel. Ach, ja, wir haben es gemerkt. Wir lassen ihn wieder seine Kreise ziehen. Ja, du sollst dich die Luft verprügeln legen, das hatten wir schon. Du sollst Kreise ziehen. Ich vergewaltige gerade meinen Joystick. Hört sich auch wieder sehr seltsam an. Aber okay. Ist es jetzt endlich Nacht? Danke. So, und jetzt müsste die Grabkursetour aber am Laufen sein. Weil da ist halt ein Herz zu bekommen, welches wirklich nervig zu bekommen ist. Aber wir müssen es nun mal früher oder später holen. Es lässt sich nun mal nicht ändern. Sag ich so aus, ich will halt nicht 100% machen, aber ich will 100% machen. So wie in allen meinen Spielen. 100% haben will. Das war jetzt kein deutscher Satz, aber okay. So wie ich, das hat das Ich gefehlt. Ja. Okay. Auf zum Friedhof und nicht das Schild benutzen. Den Schild benutzen. Uiuiui. Entschuldigung. Da, jetzt ist Boris da. Oder wie er in Majora's Mask heißt, Dampe. Oder Dante. Dampe heißt er, glaube ich, in Majora's Mask. Majora's Mask. Ja, bewegst du dich auch ein Stück zur Seite? Danke. Jetzt muss ich wieder gehen. Mein Kleiner, was ist denn zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Ja, okay. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabkuseltour. Entschuldigung. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Ja, okay. Lass uns graben und wir finden es heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Und von mir aus. Ja. Ja, 5 Rubine. Okay, das war falsch. Damit ist es ein anderes Loch. Und wir dürfen warten, mittlerweile. Und wir warten und wir warten und wir verprügeln wieder die Luft und wir warten und wir warten und wir verprügeln weiter in die Luft. Könnte man hobbylos nennen, Link nennt das Arbeit. Das ist so Links Beruf. Moment, war das. Bewegst du dich oder. Was ist los? Ich glaube, das war irgendwo da. Nee, ich glaube, es variiert sogar, wo das ist, das Herzteil. Das ist, glaube ich, jedes Mal anders. Wenn da wieder eine Stelle ist, wo das eine Loch von dem anderen sehr weit entfernt ist, kann ich ja mal gucken, ob ich es irgendwo finde. Lass dich noch einen Schritt gehen. So. Ja, Lochgraben, bitte, danke. Na, ein Rubin, wie nett. Okay, komm her. Komm her, du. Moment, wir haben noch, wenn wir jetzt nochmal 5 Rubine finden, haben wir noch genug Geld für 10 Röcher. Ansonsten nur für 9. Naja.
In beiden Fällen dürften wir nicht genug Geld haben. Moment, bist du schon weit genug drin? Lass dich noch einen Schritt gehen. Ja, so. So. Ein Krabben! Ja. Schon wieder ein Rubin. Wenigstens wissen wir, dass wir was richtig machen, ansonsten würde ja nichts rauskommen. Hier sind zwei nebeneinander. Manchmal bin ich auch so blöd und sage, rede ihn zu früh an, dann gräbt er und dann kommt nichts dabei raus. Das passiert mir gerne bei so zwei, die direkt nebeneinander sind. Ja. Bist du schon weit genug drauf? Nee, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So. Ein Gramm hier! Bitte. Da war nichts drin. Nein, hier ist nichts. Noch einen Schritt, bitte. Noch einen Schritt. Ich will nur sicher gehen, dass er wirklich auf den Feld gräbt. Komm! Und ein, wow, ein Rubin. Was für ein Preis. Ja, das dürfen wir auf jeden Fall noch schaffen mit unserem Geld. So viele sind es ja nicht mehr. Beweg dich schneller, du alter Sack, du! Link ist schwer langweilig, er verprügelt Grabsteine. Links neues Hobby. Gleich verprügelt er den lieben Totengräber, wenn das so weitergeht. Und der sich nicht irgendwie beeilt. Ja, du sollst noch einen Schritt weiter. Oh komm, ich glaube, das war schon fast zu weit. Ja, graben. Boah, 20 Rubine! Geil! Aber hier ist auch irgendwo ein Herzteil und das ist eins von den letzten vier Löchern oder fünf Löchern. Beeil dich, du! Ah! Link ist aggro. Und ich bin langsam auch aggro. Und verwaltige mein Gamepad hier. Noch ein bisschen weiter. Nicht so weit. Ja, bitte grab hier. Lass das Herz sein. Ich will nicht das Herz da finden. Wow, ein Rubin. Was für ein Preis. Oder haben wir das schon gemacht? Wenn wir jetzt einmal komplett rund sind und rum sind, ja. Rund sind. Was? Wir sind rund. Okay. Wenn wir einmal komplett rum sind, das wollte ich sagen, dann, und das Herz halt nicht gefunden haben, denke ich mal, dass wir es schon geholt haben. Und wenn wir es nicht geholt haben, dann mache ich es dann anders nochmal. Außerdem haben wir nicht so viel Rubine, dass wir hier ständig graben können. Und würdest du dich bitte bewegen, du? Link spießt dich noch auf. Oder zerschleudert dich mit seinem Boomerang. Boah, wow, voll durch und durch. Yeah. Komm, einen Schritt näher noch. So, jetzt bitte grab. Ja, Herzteil, bitte. Komm. Hier ist nichts. Wow, danke. Wie hilfreich bist du denn? Noch einen Schritt weiter. So, jetzt. Ja! Muss nicht immer vorher fragen. Ich quatsch nur, wenn wir will, dass du... Nein! Warum ist da nichts? Warum nicht? Das ist gestern nicht wahr. Wir stehen jetzt hier nur so schon gut 6 Minuten rum. Und warten immer noch darauf, dass dieser hässliche Totengräber sich ein bisschen weiter, ein bisschen schneller bewegt als Schneckengeschwindigkeit. Noch ein Schritt. Noch ein Schritt. Jetzt. Bitte finde das Herzteil. Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch irgendwo. Dann muss es das doch sein. Alle anderen habe ich jetzt schon abgeklappert. Ihr wisst sicher, ob wir das schon gesammelt haben. Es ist bei mir schon länger her, dass ich den Pater aufgenommen habe. Ey! Der ist einfach weitergegangen. Arschloch. Ja, okay. Das ergibt keinen Sinn mehr. What the Teufel? Ich bin mich verarscht. Ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld zurück. Ich lasse jetzt noch einmal hier graben und dann ist mir zu doof. Und da ist gerade ein epischer Grafikfehler gewesen. Du bleibst hier. Graben. Wow. Wo zum Henker? Ich hasse dich. Beweg dich. Ich warte jetzt noch eine Runde und lass dann nochmal bei dem Loch hier graben und bei dem hier vielleicht noch oder bei dem. Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall von einem von denen und wir sehen uns dann gleich. Bis dann. Da bin ich wieder und ihr könnt mir glauben, der Spaten hat sich echt tierisch Zeit gelassen. Er ist jetzt ist noch nicht ganz da, wo ich ihn haben will. Das auch will ich nicht, dass ich will mir nicht, dass du da. Ich will nicht, dass du hier noch lebst. Beweg dich. Noch einen Schritt weiter. Nur einen Schritt. Ja.
Komm. Lass das drin sein. Was zum... Das ist ja noch verpuppt. Ich hasse dich. Du hässlicher... Ah! Ich will auch das eine Loch, wo er mir zum Schluss schon halb drüber stand, nochmal durchgraben lassen. Und wenn es da nicht drin ist, dann suche ich es mal so nebenbei und schneide dann kurz rein, kurzerhand. Dazu gewarte. Ist doof, das will ich nicht drin haben. Bewegst du dich mal weiter? So, du bewegst dich jetzt nicht zu weit. Ich warne dich, mein lieber Freund. Wo stehst du? Stehst hier. Jetzt. Ja, da ist jetzt das Herz halt drinne. Spaten. Arschloch. Wichser. Dumme Sau. Ich hasse dich. Na, Mann. Ich geb's jetzt auf. Zurück zur Zitadelle der Zeit. Nee. So ist es. Oh je. So ein Vollidiot. Der geht mir voll auf den Geist. Tschüss. Franz dich mal, du Mistkerl. Vielleicht haben wir das Herzteil ja auch schon. Das kann ja auch sein. Hoffentlich. Da muss ich es nie wieder machen. Dann zumindest jetzt kommt noch Geld. Auch super. Und, tschüss, Käfer. Ich brauche jetzt auch nicht mehr. Yeah, ich lasse die Zitadelle der Zeit etwas mit Käferwaffen vollsiedeln. Warum ist die Zitadelle der Zeit so ein Zungenbrecher? Sagt mir das mal einer. Als Erwachsener gehe ich jetzt Feen holen, die Nachtschwärmer wegbringen und, was noch? Da, da, na, bam, 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 bam. Eine geile Mucke. Und dann gehe ich noch Passkultur sammeln. Alter, das geht ja gar nicht klar hier. Der Zeitspaten, der Typ, habe ich ja nie erlebt. Spacko. Ich habe dafür kein Verständnis. Keine Verständnis. Jetzt habe ich auch keinen Plan, wie lange der Part schon ist. Wahrscheinlich, warte. Bei 13 Minuten habe ich, glaube ich, angefangen zu warten ungefähr. Ja, zumindest laut dem, was ich da gesehen habe. Und deswegen wird das Ganze jetzt noch ein bisschen länger gehen, zumindest. Laut meiner Uhr sind wir schon über 20 Minuten. 21 jetzt gerade. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja so ewig gewartet. Ich habe in der Zeit ein bisschen mit meinem Boomerang gespielt. So ballern der Schnur-Style, so. Und dann ist der Spaten, findet noch nicht mein Herz, ey. Geht ja gar nicht. Da gehe ich nichts mehr hin, wenn ich mehr Rubine habe, ey. Nee, weiter. Nee, doch, halt, ich muss hier rein, bevor ich jetzt davon vorbeirenne. Rein! Rein! Danke. So, du kriegst jetzt endlich die Nachtschwärmer, bevor du mir hier ein Ohr kaust. Ich meine jetzt damit die Nachtschwärmer. Ah, und du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Du heißt Link, nicht wahr? Schau nicht so. Ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Als was? Du gehst auf den Strich oder was? Aber immerhin betreibe ich den einzigen Geistspenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name. Volles Arschloch. Den die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass es auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du deinen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. hier. Guck mal, was ich hab. Ich hab da irgendwas Lilanes. Geist. Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich, es ist ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Obendrein hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Ja, und zwar die letzte Flasche. Und ich habe wieder sehr viel Sauerstoff verbraucht beim Reden dieses Spackos. Und könntest du bitte nach oben gehen? Danke. Das Warten hat mich jetzt ein bisschen aggro gemacht. So. Voll
Nerven. Ist mir auf die Nerven gegangen. Ja, danke. Wie war das nochmal? So was. Ja, zu den verlorenen Wäldern. Tschüss. Oh Mann. Das heißt jetzt für mich Goldskotula Sammeltime. Und ich hätte gern Tag. Nee, warte, wir brauchen eh Nacht. Das trifft sich gerade ganz gut. Machen wir noch eine Zielschießen. Ich will Headshot machen. Ich will den Headshot geben. Yeah, Headshot. Und gleich noch einer. Ja, tot. Mir fehlt auch irgendwie jemand, dem einen Headshot gegeben hat. Also, cool. Ach, Rubine. Ja, stirb. So kann man die auch einfach besiegen. Warte, bis sie vorbeigehen und dann einfach drauf kloppen. Hier dürfte auch irgendwo noch ein Goldschlüssel sein, wenn ich mich... Da. Hab sie gefunden. Ja, Link schießt auch noch gekonnt daneben. Und, jetzt wie sie es an, damit ich es treffe. Danke. Okay. Damit haben wir unsere 50 beisammen und ab ins Loch. Danke. Dass ich mich immer wiederholen muss. Link hört einfach nicht zu. Mal sehen. Zwei Flaschen ausgerüstet, kurzerhand. Blop. Blop. Hopp. Verstaut. Und badadadam. Nummer zwei auch noch gleich. Badadadam. Ja, sehr schön. Danke. Einmal noch kurz geheilt und... wir rüsten wieder unseren Bogen und das Ding und den Fanghaken aus. Und ich werde den Part jetzt so, diesmal werde ich schaffen, dass ich ihn so lange ziehe, bis ich das ganze Zeug gesammelt habe. Dann geht es nämlich nächsten Part wahrscheinlich weiter mit der Hauptstory. Das würde nämlich so werden, so ganz gut geplant, ne? Hopp. Hier will ich einfach über den Typen hinwegspringen, die raffen sich. Da oben kann man die Vogelscheuche rufen. Und da bin ich. Hier kann man noch irgendwo 20 Rubine finden. Ich glaube 100 oder 200 Rubine meinte ich eigentlich. 20. 20 ist auch gar nichts. 20 ist Lusche, ne? Geht da hin? Nee, ganz sicher nicht. Es sind 100 oder 200 gewesen. Kann man in Kakariko auch. Kann ich mal zeigen, wenn wir dann soweit, wenn wir einmal da sind. Hey, die Spachos sind weg. Oh, hier ist noch eine Skulptur. Damit nutzen wir eine der Pflanzen, die wir gepflanzt haben. Ach, da ist sie ja schon. Hab ich fast übersehen. Aufgespalten und ihre Gedärme in Form von komischen, komisch aussehenden Skulpturas sind damit zu sehen. Also von komischen Skulpturas Emblems und ich glaube wie ein Müll. Gerade hat man hier das Loch gesehen. Das war wieder so ein bisschen Grafikfehler, da, dass man das Loch sieht. Ist hier oben noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Nö. Sieht nicht so aus. Okay, ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Weil wir verlassen jetzt die verlorenen Wälder. Da bin ich jetzt ganz, ganz vorsichtig. Nein. Boah, Mann, ich bin durchgekommen. Ohoho. Like a boss. Moment, wo war jetzt die Skulptur, die ich suche? Es ist Nacht und ich suche die Skulptur. Wo bist du? Da drüben war sie, wenn ich mich nicht täusche. Oder haben wir die? Ne, wir haben die noch nicht gesammelt. Wow, eine, wo ich sogar wusste, dass wir sie nicht... Reicht nicht weit genug. Wo ich wusste, dass wir sie noch nicht gesammelt haben und ich mich sogar nicht getäuscht habe. Wow, sowas gibt's auch noch. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre auch ganz toll. Da! Jetzt aber. Danke. Danke. Juhu, damit haben wir das nämlich auch soweit. Moment, das müssten wir eigentlich, wenn ich mal nachgucken darf. Falsche Richtung. Hey, wir haben das Grudenschall fertig, ans Gutulas. Wir haben die Lundlandfahrt fertig, ans Gutulas. Die Ländische Steppe auch fertig. Todesberg haben wir noch nicht fertig. Kokoriko haben wir noch nicht fertig. Und den Marktplatz auch noch nicht. Da weiß ich, glaube ich, noch, wo die letzte ist. Verlorene Wälder sind auch fertig. Gokirgewalt ist fertig. Zoras Reich noch nicht. Noch nicht! Okay,
Wie kommen wir jetzt auf dem schnellsten Weg dahin, wo ich hin möchte? Über die Ebene. Habe ich recht? Die Jordanische Steppe. Ich will nur noch mein Zeug abgeben und ein Herzteil holen. Mehr will ich gar nicht. Moment, wie viel Herzteil haben wir eigentlich gerade? Ich gehe natürlich wieder in die falsche Richtung. Ich bin auch klug wie sonst was. Hätten wir das vom Friedhof bekommen, würden wir jetzt noch ein neues Herz bekommen in die Part. Aber nein, der Typ war ja zu blöd, das auszugraben. Vielleicht finde ich da was im Internet zu, oder wir haben es sogar schon geholt. Eins von beiden. Theoretisch gesehen kann ich das fünfmal hintereinander spielen, wenn mein Controller jedes Mal einen kleinen Fehler reinbringt. Das ist eh schon. Entschuldigung. Und der Ipone hängt wahrscheinlich wieder hier hinten fest, oder? Ja. So, Ipone, du das jetzt wieder los. Und so, und durch meine Frise. Wir gehen ab auf Ipone. Wie sie anhört. Haya! Hört irgendwie so wie so Karate-Move. So, Haya! Okay, da unten, danke. Möhren, die kürzen hier wieder eine Runde ab. Das ist ein Nachtschwärmer. Erwische ich den Spaten von hier aus? Nö. Herab. Herab, ich bin herablassend. Danke, beim dritten Mal hat es mir dann auch gespielt. So. Es ist wieder Tag. Das finde ich schön. Das heißt, du wirst jetzt auch Skulltulas abgeben, Herze einsammeln, Part beenden. Oh man, einiges von Skulltulas sind jetzt eingesammelt. Wir haben, glaube ich, jetzt schon fast 20 Stück gesammelt. Jetzt. Nein, nicht gegen die Patrollen. Innerhalb der letzten paar Parts. Cool. Wir haben die ganzen komischen Beete abgeklappert. Wir haben einiges geschafft. An Nebenquests, weil die ganzen hätte ich dann später sammeln müssen und damit haben wir es schon mal hinter uns. Nächsten Part könnte ich doch. Ja, könnte ich machen. So. Der Typ da hinten, der Spaten da auf der anderen Seite hier ist jetzt auch schon befreit. Hallo. Der Fluch ist von mir genommen, ihr freut dich. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Und zwar ein Herzteil. Okay, jetzt wird nur noch der Vater des Ganzen, der in der Decke hängt. Und warum habe ich jetzt ernsthaft nach hinten gezeigt? Und das werden, dafür braucht man aber wirklich alle 100 Goldskatulas. Und da fehlen uns noch einige. Ja, er schreit wieder rum, wie sonst was. Und bei Link ist es was Gutes. Bei jedem anderen Menschen würde ich mir, ja, mit jedem anderen Menschen würde ich mir Sorgen machen. Nur bei ihm ist das normal. Ich will aber noch dieses verdammte Herzteil haben, das sich da oben befindet. Wäre auch froh, wenn das Ding sich etwas schneller bewegen würde als Zeitlupe. Juhu! Wir hätten auch angeln gehen können als Kind, aber das mache ich dann später. Wir haben ein Herzteil gefunden und wir hätten ein Herzcontainer haben können, wenn uns der Spaten hier das Herzteil gebracht hätte. Aber er wollte ja nicht. Er hat sich ja partout geweigert, uns das auszugraben, nicht? Der Part ist jetzt aber auch schon wieder lang genug. Ich will mich noch bestimmt positionieren und beende jetzt schon mal den Part. Also, im nächsten Part werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal hier in die Bude reingehen und eine Runde Zielschießen üben, was mit meinem Controller gar nicht lustig wird. Und dann bekommen wir vielleicht den größeren Köcher, wenn ich schaffe. Und, ansonsten werden wir vielleicht mit der Story weitermachen. Vielleicht aber auch eine Runde Controller sammeln oder so. Und dann weitermachen mit der Story, wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall dann. Bis dann. Ciao.